Wir verbeugen uns. Oh, großer Schnappi, großer Schnappi. Wir verbeugen uns. Ja, nice, ihr lieben Leute. Ja, wunderschön. Wunderbar. Echt eine coole Runde. Und das ist aber noch eine ganz klitzekleine. Nee, wir haben mit allem. Oder doch noch eine ganz klitzekleine. Guck mal, wir waren so gut. Irgendein Haus noch. Noch ein ganz Pimp. Ihr könnt es ja auswählen. So ein Kingerlitzchen-Haus, das kriegen wir gewuppt. Ja, also kein Farmhaus, irgendein kleines. Ah ja, Dennis ist locker dabei, oder Dennis? Hopp, Dennis. Ja, Dennis, komm. Ja, ich sehe deinen Ausschnitt und sehe, dass du das willst. Kann aber nicht mehr so viel einkaufen. Das ist das. Ja, ist ja in Ordnung. Typisch Weiber, ne? Wir können wieder alles bezahlen. Vielleicht habe ich auch noch Geld. $236. Warte mal, ich habe ja Salz. Ich habe ja Geisterbox. Ich hab das brauchen wir noch. Starke Taschenlampe. Ich habe Sanity-Pillen. Guck mal, das ist doch schon mal was. Markus, ich habe einen Dämon bei dir gehört. Stimmt, den habe ich auch gehört. Ey, aber da kann ich machen, was ich will. Ich habe schon lange festgestellt, dass es ein Dämon ist, aber... Salz. Streu Salz drüber. Hab schon Kruzifixe ausgelegt ohne Ende. Und Kerzen. Salz, ne? Salz verschüttet. Genau, Räucherstäbchen überall. Ja. Wirf mal Salz um die Schüssel. Genau. Soll ich noch was kaufen? Achso, ich muss auswählen, ne? Dann sag doch mal. Ich könnte noch was kaufen, was teuer ist. Kruzifix. Ich habe noch $236. Wir brauchen noch Kruzifix. Warum ist denn das Kruzifix dauernd weg? Wir hatten noch letztens mal zwei, oder nicht? Oder hat noch irgendjemand Kruzifixe? Guck mal bitte bei hinzufügen, ob noch jemand hat. Ich schau mal. Ist Kruzifixe die Mehrzahl? Nee, ich habe nur ein Feuerzeug. Kruzifuchse. Und Räucherstäbchen habe ich noch. Kruzifaxe. Pack ich auch mit rein. Alexa, was ist die Mehrzahl von Kruzifix? Fixen. Schön nix. Weiß ich nicht. Alexa, was ist die Mehrzahl von Kruzifix? Der Plural von Kruzifix lautet Kruzifixe. Kruzifixe. Wir haben ein kleines Problem. Was denn? Was denn jetzt? Also was Leichtes wird's nicht. Also wir haben nur noch. Also so ein Haus. So ein Haus ist auf jeden Fall fortgeschritten. Okay. Okay. Aber kann man ja trotzdem mal versuchen. Ja, Mama. Oh ja. Farmhaus will ich nicht. Und dann hab ich nur noch die komische Highschool. Die will ich auch nicht. Nee, im Farmhaus, das sind komische Bilder von Saarländern an den Wänden. Da hab ich keinen Bock drauf. Immer dieses hier Familienfotos, gell? Sechs Schlafzimmer aus mit einem Keller. Richtig. Richtig, genau. Geh ins Haus, warte bis die beiden drin sind, ruf Mutterliebhaber und hau die Tür zu. Jetzt kriegen wir bestimmt wieder einen auf den Sack. Oh ja, aber sowas von. Ich weiß schon, wer als erstes stirbt, verdammt nochmal. So, okay. Du würdest sagen, bereit, wenn sie seid. Ja, schon lang. Schon lang. Das ist gut. Das ist krass, ne? Ich bin eigentlich von euch genau eigentlich ziemlich mittig, ne? Ich bin in Rheinland-Pfalz. Der Jerry ist in Menga, ne? Im Süden. Und ihr hört es jetzt eh nicht. Kann ich ja labern, was ich will jetzt gerade. Nee, und ich wollte sagen, der Dennis, der kommt ja aus Kiel. Wir haben jemanden vom hohen Norden und wir haben jemanden vom tiefen Süden. Markus ist auch beim Human Centipede gerne in der Mitte. So sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Ist richtig.
LKW. Verwenden Sie die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Ja, Geist der Kugel hat mir heute noch gar nicht. So, ihr liebe Leute von heute, was steht denn an heute? Was ist denn heute? IMF-Reader, Waschbecken und lassen Sie ein Teammitglied Zeuge. Ach ja, das geht ja. Der Charles Williams. Zeuge. Charles Williams. Ich nehme mal den IMF-Reader. Ja. Foto nehme ich mal auch mit. Und dann nehme ich noch hier. So, das Geisterbuch. Ja, nehmen wir das Taschenbuch. Das lustige Taschenbuch mit, ja, genau. Räucherstäbchen brauchen wir nicht, oder? Ja. Nee, so, ich habe die Schlüssel eingepackt. Du kannst reden, ja, du kannst sprechen. Ja, ich quatsche. Genau, du hast ja immer so ein Draht zu. Das ist ja diesmal ein Weib. Ein Mann. Charles Williams. Alle hab gut. Soll ich noch Salz mitnehmen? Eine Hand habe ich noch frei. Salz. Ja, dann nehme ich noch ein bisschen Salz mit. Ein bisschen Salz auf die Wunden streuen. Salz und der Pfeffer. Auf geht's! Lalalalala. Achso, mal wieder. So, erstmal wieder T drücken und dann. Wie heißt denn der eigentlich? Charles Williams. Oh Gott. Warum ist denn hier schon eine Treppe? Ist ja krass. Das hat man ja noch nie hier gehabt. Das ist wie in England. Dann geh ich mal gleich hier hoch. Ah nee, das ist das Haus. Ah, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Ah ja, das kenne ich, da bin ich das letzte Mal hier vor der Tür gestorben. Wie tröstlich. Hallo? Ach ne, das bist du, gell? Ja, das Radio geht. Ist hier ein Kind gestorben? Ja. Ja, mein Schatz. Scheiße, dieser, also da sterbe ich jedes Mal. Ja, oh. Scheiß, geht immer nicht auf. Hallo, du Jo hier in der Haus. Ach, guck mal, der For You spielt auch Phasmophobia. Ey, eigentlich. Der For You spielt ja auch Phasmophobia. Oh, oh. Hast du das jetzt zugemacht? Was denn? Wo bist du? Wo bist du? Ach, guck mal, er hat mir geantwortet, ich gehe. Ach du Scheiße. Lass mich in Ruhe. Also Geisterbock. Ja. Ich bleib mal im Scheißhaus. Ach, jetzt streamt auch gleich. Die ersten 5 Minuten, ja genau. Außer, nee, das ist fortgeschritten, Flo. Geisterbox brauche ich jetzt nicht mehr, gell? Weil der hat ja schon geredet. Nee, Geisterbox haben wir jetzt schon. Kannst du dir die Schraubflüchtlampe mal schnappen oder so? Ja. Ey, sag mal. Die bekloppte Tür, ey. Wir waren hier der Innenarchitekt. Händchen, piep einmal. Schwarzlichtparty in der Haus. Wo bist du, du Sack? Du Sack. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin unten nicht. Ich bin immer noch hier oben. Oh, wo geht dann? So, okay. Hier ist alles cool. Alles ist cool. Ja, hattest du mal Dämon? Ja, Dämon hatten wir auch schon. Hä? Nein, das warst du. Immer diese Lärmmacher mitten in der Nacht. Und die Dielen können sie auch mal wieder ölen. Oh, siehst du es? Fingerabdrücke. Wo? Ja? Fingerabdrücke, da an die. Guck mal an die. Stimmt. Guck an die Treppe. Ja, Fingerabdrücke. Und wir haben das Waschbecken. Machen wir alles, oder?
Nee, eins fehlt noch, oder? Aber eine Geisterbox, vorhin hat er Genau, Geisterbox und Fingerabdrücke. Okay, dann fehlt noch Waschbecken, oder? Oha. Da im Schrank. Da ist auch ein Fingerabdruck. Ja, ist okay. Was sagst du für einen Ausschlag? 2. Gehen wir weiter, oder? Naja. Alles weiter. Leider hat er ja schon ins Waschbecken geschickt. Oh Gott! Der war da drin. Da war ein Bad drin. Und da ist das Waschbecken. Hat jemand. Habe ich die Kamera? Ich habe die Kamera, okay. Oh, 10 Grad. Okay. Okay. 8 Grad. Gut, das bringt das auch nicht. Jetzt raus, oder? Warte mal. Sehen ja trotzdem noch das Buch? Hat jemand das Buch? Nee. Ich habe nur den. Ach, das Buch habe ich selber, wa? Oh, jetzt habt ihr. Hilf. Dreier-Ausschlag. Warte mal, ich schmeiß mal das Buch. Ja. Dankeschön. So, jetzt wäre es natürlich sinnig, wenn einer mit dem Schreib ins Buch. Brrr. Schlimmstes Vieh, finde ich. Hm? Tatsächlich. Analphabet. Schreib ins Buch. Oh, Alter. Immer das geklopft. Verdammt. Das war daneben. Das schickt aber so sehr bei dem Scheiß. Vor allen Dingen, das klopft erst links, dann rechts auf die Kopfhörer, ist echt ekelhaft. Was könnte denn bisher sein? Spirit, Gespenst, Poltergeist, wow. Ja, wir brauchen noch ein bisschen deutlicher. Ich habe hier noch ein bisschen Salz. Kann ich hier Salz hinstreuen? Das kannst du hier überall hinhaben, dann wenn der da durchgeht. Oh. Ich schmeiß es einfach weg, oder? Dreier Ausschlag. Hat das direkt aufs Buch geklatscht. Oh. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder. Das hat Jerry erwischt. Die Klassiker. Wo liegt der dann, der Gute? Der denn fallen lassen hier? Wo ist er dann, der Jerry? Schlachtstock oder was? Jerry! Quit playing with me! Wo bist du denn? Na hier, in der Stube. Ach, hier. Wo bist du? Ah nee, hier warst du gar nicht. Hier oben? Ja! Hier, in der Stube. In der Stube? Alter, der hat doch hier was fallen lassen. Was ist denn das für ein langes Gerät? Oh, kommt doch gleich wieder. Alter, es war aber nur Vierer. Vierer. Warum ist der denn so aggro? Vierer, ihr Schweine. Sie haben Jerry getötet, ihr Schweine. Geh ins... Leg dich in Salz. Ach Gott, hatte Jerry schmutzige Füße gehabt. Alter, wo ist der rumgelaufen? Was ist hier überhaupt? Das sind Taschenlampen. Sehr schön. Schreib ins Buch. Hast du noch ein
Kruzifix, Charles, schreib ins Buch. Warte mal, ich, ja, wenn ich die Fotokamera weglege. Weil das Buch müssen wir ja irgendwie mal wieder mitnehmen. Ich glaub, ja. Meinst du? Well. Schreib ins Buch. Hopp. Auf. Bei dem Sau-Stall kommt da gar nicht. Kommt da gar nicht ans Buch. Genau. Das hat er aber auch blöd hingelegt, Jerry hier. Was denn? Das Buch. Das habe ich da hingelegt, aber den... Ja, wie soll er dann da unterschreiben, Mensch? Das geht doch gar nicht. Das komische Salz, das hat der Jerry alles fallen lassen hier. Das ist das Problem. Also müssen wir hier nochmal... Aufs Buch hier, Jerry, Mensch. Warte mal. Augen auf beim Salzkauf. Sehr gut. Wohin jetzt? Hier. Wir gehen erstmal hier raus. Und das Buch? Nee, lass mal drin. Wir gehen erstmal hier raus. Ja. Aus dem Haus. Erstmal raus. Nee, erstmal raus oder erstmal runter? Erstmal. La 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 la. La 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 la. La la. Was? Bin einfach gestolpert und auf das Buch gefallen. Ach so. Ja, das kommt natürlich mal vor, Jerry, gell? Das kommt natürlich mal vor. Ist aber auch schwer hier, die Tür. Aber hier unten waren wir noch gar nicht, ne? Wir haben uns hier noch kaum umgeschaut. Aber mit uns gesprochen hat er ja schon. Ich war unten, da war nichts. Warte mal. Ich will unbedingt noch das eine Beweisstück haben. Warte mal, man nimmt immer auch noch eine Kamera mit. Ich hab das Sprachgerät. So, die Kamera brauchen wir ja nicht mehr. Da kann ich nochmal mit denen quatschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Beweis. Hatten wir Gefriertemperaturen? Nee, hatten wir nicht. Hatten wir überhaupt was dabei mit Gefrierdings? Na, also hier jetzt nicht, nee. Also wir hatten 8 Grad hatten wir in der Reihe. Achso, es hat jemand mitgenommen gehabt. Ja, ich hatte das schon mit, ja. Achso, ja, dann brauchen wir es nicht. Nee, also genau, das brauchen wir nicht mehr. Was brauchen wir dann noch? Und dann nehme ich mal die Foto, dann nehme ich mal hier die Dings Kamera mit. Vielleicht noch mal. Ja. Hättet mir wenigstens Feuer gelassen können. Nee, Jerry. Ist schon in Ordnung so. Halleluja. Also egal was passiert, wenn einer von uns stirbt, dann geht der andere zurück. Oh. Wow. Das ist ja richtig das, you called it. Der kommt bestimmt. Achtung, der kommt angelaufen. Schreib ins Buch. Scheiße. Kacke. Aber die Kamera ist schön ausgerichtet. So am Klorand. Mach einfach nur auf Play und es passt. Hat er jetzt schon geschnallt, dass ich tot bin? Ich glaube ja, oder? Er ist jetzt rausgegangen. Ich wurde unsittlich berührt, ja, ist richtig.
Der schreibt nichts, der Charles. Der leckt, der sagt, sie schlägt mich am Arsch. Macht er nicht. Hat keinen Bock, ist kein Buchfan. So, Marius, viel Spaß noch, die beiden. Was? Schnarschnasen sind auch endlich da. Mit wem streamst du denn? Wenn man fragen darf. Scheißendreck. Scheißendreck. Ja. Naja. Scheiße, jetzt noch am Schluss gestorben. Hoffentlich gibt es wenigstens ein bisschen was bei der Versicherung. Schon kotze ich ab das nächste Mal. Da bringt mir das hohe Level auch nichts, wenn ich großartig nichts kaufen kann. Ja, es gibt drei Möglichkeiten, was sein kann. Oh Mann. Es ist einfach nicht fair. Was, ich verstehe dich nicht. Rede mal lauter. Unglaublich. Unbelievable. Hä? Ja und? Ja, tipp irgendwas, ist egal jetzt. Wir können es ja jetzt eh nicht ändern. Schade. Hallo. Hallo, ich rede mit Ihnen, ich rede auch mit Ihnen, hallo. Was reden der da noch? Liest der ein Buch oder was? Ja, was? Poltergeist. Könnte sein, Poltergeist hatten wir heute noch nicht. Ich würde mal auf Poltergeist tippen. I called it. Poltergeist. Nimm's, komm. Poltergeist. Oh, große Schnappi 84. Wir verbeugen uns vor dir. Oh. Oh, wir verbeugen uns. Oh, großer Schnappi, wir verbeugen uns. Herr Meister. Oh Mann. So, was lockt er denn ein? Bin ich jetzt mal gespannt. Ich würde jetzt sagen Poltergeist. Instinktiv würde ich sagen Poltergeist, weil ich glaube, das hatten wir von allen noch nicht. Wobei Gespenst war, glaube ich, auch drauf. Gespenst hatten wir auch noch nicht. Schauen wir mal. Und es ist ein Gespenst. Ah, Scheiße. Tatsächlich. Was hast du getippt? Danke. Ah, Gespenst. Ich habe ja zwischen Spirit und Gespenst habe ich... Aber Gespenst hätte auch nicht sein können. Das war komisch, ja. All is weg von meinem Feind. War jedenfalls gruselig, wie er dich mit der Axt zerhackt hat, Lautschi. Boah, alter Schwede. Das war was. Ich war live dabei. Ja. Naja. Es hätte nicht sein sollen, in diesem Sinne. Ja, das nächste Mal, gell? War aber wieder richtig geil, hat wieder richtig Spaß gemacht. Ja, also war richtig sehr cool. Gute Schreckmomente auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Nice. Ich glaube, der eine oder andere Clip wurde auch erstellt, zum Beispiel, wenn ich gekriegt habe.
Mal schauen, mal schauen.